Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Ich wollte jetzt eigentlich Odin mal shoppen machen, aber bevor wir Odin mal shoppen machen, ich will dafür nämlich gleich das neue Produkt benutzen. Ich habe nämlich bei Amazon was gefunden und habe da gleich mal zugeschlagen. Das war nämlich runtergesetzt und dann war auch unten drunter wieder dieses Coupon-Ding, dass man da halt 5 € Coupon hat oder so. Und da habe ich jetzt so einen Ring geholt für, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Euro. Kann ich euch jetzt aus dem Stegreif gar nicht erzählen. Ja, mit Stativ, das brauchen wir alles nicht. Ich will das an mein Stativ ranmachen. Ich mache erstmal nach unten, wir packen erstmal aus, gucken, was drin ist. Ich will das an mein Stativ ranmachen, wo jetzt die Kamera drauf ist, damit hier ein bisschen besser beleuchtet ist. Weil mit der Softbox ist ein bisschen schwer, die zu positionieren. Und da habe ich gehofft, dass ich damit ein bisschen bessere Qualität für euch machen kann. Ich mache die mal nach hinten, so den Karton, damit man den so ein bisschen sieht. Dann haben wir dann hier praktisch die Anleitung. Ist auch mit USB. Ich habe ja ein USB-Kabel hier vorne. Wir haben warmweiß, kaltweiß, also gelblich haben wir auch. Wie normales Licht. Finde ich halt ein bisschen schöner. Eine Anleitung. Dann haben wir hier eine Handyhalterung, die flexibel ist. Und dann kann man halt hier für alle Größen geeignet. Dann haben wir eine Fernbedienung. Die wird, denke ich mal, so wie es aussieht, ist eine Bluetooth-Fernbedienung. Da können wir dann das Handy dann Foto an und Foto ausmachen. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Dann haben wir hier einen kleinen Standfuß. So, können wir den auch ausfahren? Ach, den können wir auch ausfahren. Also er geht bis zu dieser Länge. Und wir können ihn halt auch einfahren. So, und dann entsteht er dann halt so. Und hier kommt dann nicht alle drauf. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt mit meinem so passt, wie ich das denke, dass es das passt. Dann kann man das hier locker machen und sich das variieren, wie man das haben will, und dann ist es fest. Oder schräg können wir auch machen, wenn wir das jetzt schräg haben wollen. So. Wartet. So. So, jetzt ist es schräg. Wir können es auch noch mal locker machen und ein bisschen mehr schräg machen. Und hier haben wir dann noch. Also der ist für die Füße. Können wir die Füße denn? Können auch sagen, Füße sollen nicht ausfahrbar sein oder nur so minimal. Dann sind die halt nur so. Brauche ich auch nicht wirklich. Und dann haben wir das Herzstück von der ganzen Sache. Das ist dieser Ring. So, der wird dann hier halt draufgeschraubt mit einer Schraube auf das Stativ. Und oben drauf haben wir dann halt nochmal eine Schraube, wo wir die Kamera drauf machen können, beziehungsweise hier diese Handyhalterung. So, die ein bisschen zu groß dafür ist wahrscheinlich. So, müssen wir mal ein bisschen drehen. Ja, die kann man dann halt hier so raufdrehen. Brauche ich jetzt nicht wirklich, und dann kann man ein Handy da festmachen. Preis-Leistung war ganz okay. Sieht auch gut verarbeitet aus. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das mit der Kamera machen soll, wie ich die da festkriegen soll. Müssen wir mal gucken. So, dann haben wir hier mal USB. So. Und dann zeige ich euch das mal. Wir testen mal.
Also ist das hellste und das ist das dunkelste. Dann kann man halt hier die verschiedenen Lichtsorten umtauschen. Wir machen mal einfach hier das Weiß. Und jetzt Weiß mit ein bisschen Gelb und Gelb. Also ich denke mal, ich werde sowas vielleicht nehmen. Kommt darauf an, auf welches Produkt mal gerade angucken. Aber ich tendiere zu dem Gelblichen. Und dann wird das dann halt praktisch, Licht geht dann halt hier hin und die Kamera filmt es und dann ist halt da, wo ich die Kamera hinrichte, ist dann halt das Licht. Ich bin mal da sehr gespannt. So. Wir haben auch hier so eine kleine. Kann man das festmachen? So. Ich muss nur gucken, wie ich die Kamera daran festbekomme. Mal gucken. Aber ich denke mal, das wird alles irgendwie kein Problem sein. Hoffe ich doch. Wenn nicht, irgendwie so montieren, dass es dann halt hier so davor ist oder so. Dass ich es mit der Handyhalterung praktisch andersrum mache und die Handyhalterung unten ran schraube, wo man eigentlich das Stativ ran macht und die Handyhalterung dann an meine Kamera hier irgendwie befestige. Weil ich kann ja, Entschuldigung, wenn die Kamera, die ist zu sehr neigt. Wenn ich sie nicht zu sehr neige, könnte sie hier unten ranpassen. Aber das kriegen wir alles irgendwie hin, weil ich habe keine gefunden, wo man, die sind alle nur für normale Kameras. Also für Handy oder so. Und meine Kamera, die hat ja unten nur eine Schraube, die hat ja keinen Aufsatz oder irgendwas, wie ich bei anderen Kameras gesehen habe. Da muss ich mir dann was einfallen lassen, aber da kriegen wir alle hin. So. Das soll es jetzt soweit auch gewesen sein dazu. Ich muss jetzt gucken, wie ich das angebaut kriege, damit das für euch demnächst ein bisschen besser alle zu sehen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was habe ich bezahlt. Wartet, ich kann nachgucken. Ist auch keine Werbung oder so, deswegen steht auch nirgendwo Werbung. Ich habe selber gekauft. Ich muss mal gucken, Amazon. Meine Bestellungen. So, diese hier ist es. Ich habe bezahlt 17,99 Euro. Und die sollte eigentlich 19 noch was kosten? Nee, da habe ich nicht den Couponcode gehabt. Nee, da war kein Couponcode. Das war bei dem anderen. War Couponcode bei der Steckdosenleiste. Hier habe ich 17,99 bezahlt. Und eigentlich kostet es 19,99. So. Dann mache ich jetzt Schluss. Hoffe, hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.